Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Diablo 3 mit mir, dem Flo und dem Kevin von Maximum Gaming. Jo, los geht's. Ja, und ich glaube, in den Soundeinstellungen sollte das jetzt auch passen. Habe ich mal jetzt ein bisschen hier umgestellt. Im ersten Akt war das leider nicht so vorteilhaft, habe ich dann aber auch jetzt im Nachhinein gemerkt und wir haben jetzt keine Lust, das nochmal zu spielen. Das ist was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Gerade beim Schmied. Was seid ihr? Oder beim Handwerker, glaube ich. Ja, und ich lasse den Typen hier reden. Nachrichten. Doch ich erinnere mich nicht. Ach ja, stimmt. Der Schmied kann ja jemanden ausbilden. Ja, aber willst du das echt machen? Was ist denn sonst dein Gold benutzen? Genau. Damit die Schmiede voll nobel ausschauen. Bei dir wahrscheinlich noch voll dreckig, oder? Ja. Bei mir ist schon eine richtige Schmiede mit. Was kann man denn hier noch machen? Hat man nur den einen Schmieder oder noch irgendwas anderes? Ich glaube, später gibt es noch irgendwelche Händler, wenn du im Orient bist. Oder weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich das sogar neue mal. Neue Schuhe. Weil. Einfach um zu zeigen. Ganz, ja, ganz cool. Um zu zeigen und außerdem hast du eigentlich recht hier. Ich habe genügend Gold. Muss aber gucken, wie rüste ich das denn auf hier? Gehst auf Ausbildung, ganz unten auf dem Reiter und dann sagt er dir immer, was er braucht. Was, bei wem? Bei dem Handwerker direkt. Direkt auf den Herstellen? Ja. Und dann der unterste Reiter Ausbildung. Ah, cool, okay. 2002. Alter. Yo, nice. Jetzt sieht's auch aus wie eine Schmiede hier, schon halb. Cool. Ich schau mal kurz was. Na, da guck ich jetzt auch mal was. Beißaxt, des Gesellen. Zweihandschwert. Ach, und die Sachen musst du nicht mal im Inventar haben. Das reicht aus, wenn du den in der Beutetruhe hast. Genau. Nice. Gut, dann gucke ich mich da jetzt mal um. Ein bisschen bei dem Typen. Bevor wir losgehen. Du solltest den nicht zu hoch leveln, weil der hat auch nur Sachen, die du hast in deinem Level. Ja, warte, ich also wenn du die Schmiede auf was weiß ich hast und du bist erst Level 15, dann bringst du halt einfach nichts. Ja, dann machst du dir halt Level 88 Ausrüstung und dann kannst du sie nicht tragen. So ungefähr, ja. Die wird dir gar nicht angezeigt. Fokus. Legendärer Gürtel. So, Handschuhe, nein. Ach, ein Helm. Das sieht doch mal was aus. Ein Mojo. Marke des Schuftes, Begleiter, Als. Kann ich hier auch Schild, Schulterschutz, ich kann Schulterschutz herstellen, das ist gut, den habe ich nämlich noch gar nicht. Für 2400, fuck. So, jetzt bin ich pleite. Ja, das Aufrüsten hat ja schon ewig Kohle gekostet, ey. Berühmtes Plündererschwert. Wiederverwertung. Ich hab doch irgendwas von einem Schwert des Diamanten oder so gehört. Okay. Okay, also das nächste Mal, wenn ich jetzt weiße Gegenstände finde, dann nehme ich die auch mit. Kannst du kaputt machen, genau. Ja, die kann man kaputt machen, das habe ich mir auch noch nicht gewusst, alles klar. Cool, okay, ja, also wegen mir können wir weitergehen, da rede ich jetzt mal hier weiter mit dem Deckard Cain. Erzählt mir alles. Wups, jetzt habe ich ihn weggemacht. Ja, ich mache jetzt manchmal die Gesamtlautstärke anders, und zwar mache ich jetzt die Soundeffekte runter. Und alles, und die Umgebungsgeräusche. Ich mache jetzt auch mal Schulterschutz. Lass geht. Dafür aber doch, dann. Geht. So. Das ist nämlich echt ein bisschen kacke hier, weil das so krass raus. Ja, hört von den Geräuschen her. Was habe ich für Attribute bekommen? Passt sogar. Was habe ich denn noch nicht bekommen? Ich habe 24 Stärke, 2 Lebensregeneration. Chance bei Treffern 7% Flächenschaden zu verursachen, cool. Und Heiltränke gewähren 50% Leben oder plus 50 Leben. So, Quest, das Schwert des Fremden. Geh zu den Feldern des Elends. Das ist jetzt unsere nächste Aufgabe. Wo sind die denn? Waren wir da schon, oder? Friedhof der Verlassenen, oder? Ja, ist blau. Geh ich mal dahin. Ja. Ups. Ich drücke schon wieder sämtliche Tasten hier, ey. Hammer. Da kommt jemand! Keine Chance, die Typen einfach kaputt genoppt. Ah, hier oben geht's weiter. Sonst sollen auch mal leiser stellen. So, und jetzt kann ich hier eine Ankündigung machen. Werte Zuschauer, ab hier
Diese Stelle ist der weiteste Punkt, der ich bis jetzt war von diesem Spiel, weil ich immer nur den ersten Akt gespielt habe. Und jetzt wird alles neu und episch und wir stürzen uns in die Story. Und verfolgen die ganz aufmerksam und machen keine Scheiße und spielen ganz ernst. Echt? Nö. Okay. Hast du Sorgen gemacht, ha? Ja. Oh, was ist denn oh. Alter. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Mehr Wut. Und gleich einen Zweihandstreitkolben gefunden. Cool. Auch nicht die blöden Frösche. Was für Frösche? Die hier. Boah, und weg ist er. Geil, wie der weggeflogen ist, Alter. Die werden halt später wieder super ätzend, wenn die wieder so gold sind, die Viecher. Ja, das glaube ich auch, ey. So, dann warte mal. Ich mache jetzt sicherheitshalber trotzdem noch alles runter. Wobei, die Musik kann eigentlich so bleiben, glaube ich. Aber das mache ich nochmal ein bisschen. Weil das ist echt schwer. Ich höre persönlich den Kevin hier sehr gut. Genauso wie bei der letzten Aufnahmesession auch. Aber in der Aufnahme habe ich dann gemerkt, es ist dann doch nicht so optimal. Ich gewinne an Kraft. Ich gewinne an Kraft. Und ja, bevor ich jetzt hier fünfmal neu anfange und sage, ey Kevin, sag mal was, Probeaufnahme, keine Ahnung was, stürzen wir uns hier lieber rein und nehmen 7 Folgen am Stück auf und verscheißen alles. Du machst es genau unprofessionell, so wie sie es gehört. So mega scheiße, wie man es eigentlich nur machen kann, ne? Ui, die Truhe. Ein Ring. Ein Ring, sie zu knechten. Putz. Du. Ah, ein Goblin! Renn, du Lute! Scheiße. Los, stunne ihn, Mann. Ah, ich hab eine neue Fähigkeit, sehe ich gerade. Keine Ahnung, was sie macht. Wie wird ihr nicht kriegen, die Nutte hier? Ah. Nicht genug Geisteskraft. Ja, ah, wir haben den aber. Nice. Alter, was ich alles gefunden habe, ey. Mehr Wut. Looten. Ja, und dann hier rumlaufen, das ganze Gold einsammeln noch. Das ist ja gar nicht mehr so stark hier, die ganzen Gegner. Wir sollten mal weiterlaufen. Mhm, bis der nächste Boss kommt. Ja, und ich wieder anfangen zu weinen. Kevin, rette mich. Hilf mir, heil mich. Also jetzt muss ich aber auch erstmal gucken, was ich gefunden habe. Ein Schulterschutz. Und Handschuhe. Wofür brauchen Baba eigentlich Intelligenz? Nee, gar nicht. Für gar nicht. Ja, für gar nicht. Ja, nur halt hier Resistenzen gegenüber Magie und so einem Scheiß. Vitalität, Leben pro Treffer, Stärke. Nee. Nee. Nee, es ist mir nicht wert, was ich hier gefunden habe. Brauchst du Edelsteine? Weiß ich gar nicht. Weil ich habe nämlich überhaupt keinen Sockel. Gar nichts. Ich habe schon bei meinem Schwert einen Edelstein drinnen. Das war's auch. Ne, ich habe nämlich jetzt 2 Smaragde gefunden und einen Topaz. Ich habe 2 Rubine gefunden. Hast du was für Finger oder Hals? Für alles was, ja. Ja, nee, ich meine für mich. Ach so. Weil das sind die 2 Slots, die mir noch fehlen jetzt. Finger und Hals. Ja. Ein Ring und. Finger, ach so. Ein Ring und eine Halskette. Ja, jetzt habe ich einen Schulterschutz gefunden, wo ich mir selbst eingeschmiedet habe. Ja, ist bei mir auch so, aber der geschmiedete ist aber besser. Ja, genau, ist bei mir auch besser. Alter, was hier schon wieder droppen alles? Drop the base. Ich brauche mehr Zeit. Ein Seuchennest. Eine Höhle. Ja. Ah, das ist sogar die richtige. Ach, ist das eine Questhöhle? Ja. Ja, dann gehen wir da erstmal rein, oder? Ach, Alter. Oder wollen wir uns erstmal umgucken? Wie du willst. Ja, ist mir egal. Wenn wir sowieso wieder hier rauskommen, dann können wir da auch gleich rein. Das weiß ich leider gar nicht mehr. Ja, dann gucken wir uns hier nochmal kurz um und gehen dann oben zu dem Teleporter. Sind voll aus Titan-Quest die Viecher hier. Ich weiß gar nicht, gab es Titan Quest vorher? Vor Diablo 3, ja. Ja, ne? Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die Diablo davor schon gab. Ja, die gab es auch schon davor, glaube ich.
Alter, wie groß die Karte hier ist. Hammer. Ich brauche Wut. Ach, da ist ja Probleme. Wie du die einfach nicht ranziehst. So, dann warte mal kurz, dann will ich mal hier meinen Charakter kurz skillen. Ich habe nämlich eine neue Fähigkeit. Nein. Doch. Überwältigen. Heilung, nee. Ja, Moment. Gläu Hobbys. Okay, nee, passt. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal straight nach Norden. Straight. Aber, straight, aber erstmal hier zu dieser Truhe. Alter. Ganz hier wieder wegschleudern, ey. Die Knechte hier. Truhe. Truhe. Schäkel, Schäkel. So, und jetzt gehen wir hier mal nach oben zu dem Teleporter und dann gehen wir runter in die Höhle. Ist hier einer. Würde ich so sagen. Na, ja, Frösche. Ja, hier ist ein Teleporter. So. Ah, Alter! Alter, und Liederner oder was? Ja. Nicht bereit. Was? Entfleuchender, was? Rohling der Kasra. Stirb! Ah, nicht mit dem Herren. Natürlich. Immer. Ja, genau, bleib in seinem Feuer. Ja, genau darum. Heil mich, heil mich! Ah, da oben eine Kugel. Ich bin geheilt. Ist jetzt gerade weggesprungen? Nee, ich hab ihn weggeschleudert. Ja, genau in dem Moment, wo ich auf ihn raufspringen wollte, ne? Alter, vor mir pullen alle hier. Man muss auch überall rumlaufen, der Typ. Ja, genau darum, weil er alleine keine Chance hat. Kannst du mal aufhören, ihn wegzuschubsen? Ja. Ich brauche Hilfe. Alter! Ich muss noch ein wenig länger warten. Nochmal hier das Zeichen, das ist kaputt. Was soll ich denn? Ja, Moment, ich komm. Ja, ist klar. Komm her. Krass. So, dann da mal angucken, was wir jetzt bekommen haben. Ich hab nur blaues Zeug bekommen, also unwichtig. Ich hab gar nicht mal so schlechtes Zeug bekommen. Was habe ich denn? Ich habe einen Einhandstreitkolben gekriegt und einen Gürtel. Ui. Aber der ist nicht, naja. Naja, gut, ich habe bessere Armschienen. Ja, bessere Armschienen habe ich auch, wobei Abklingzeit von Fähigkeiten 3%. Ja, meine Armschienen haben zwar weniger Rüstung, aber dafür sind die passiven Boni besser. Na, wo gehst du hin? Zum Dungeon-Eingang. Achso, stimmt, wir waren ja schon beim Porter. Vorsicht! Da kommt's. Boah, dieser Fackel, dieser Fackviech. Ah, fuck. Dieser Fackviech, Junge. Fuck. Dann auf die Leiche raufgesprungen. So. Höhle der Kasra. Was war das denn? Warst du das gerade? Was? Dieses komische Ding. Keine Ahnung. Mehr Wut. Daui, der Mensch ist so krass von dem Mensch. Warte mal kurz. Ich schalte denn jetzt schon wieder nach. Oh, läuft Outer City noch. Oh, ich bin rausgeflogen. Ja, nee. Outer City sollte eigentlich laufen. Eigentlich. Nein, ich schaue jetzt nicht nach. Doch, ich guck, aber ich mache vorher kurz die Aufnahme hier weg. Weil dann fliegt es nämlich nicht raus. Es nimmt noch auf. Gut. Du bist noch im Spiel. Ja, ich bin noch im Spiel. Ich hatte mich erst rausgefunden, wie man es schafft. Dass man nicht rausfliegt. Urig der Seher, naja. Wir hatten auch schon mal stärkere Gegner, ne? Gleich sind wir beide tot. Ja. Erdbeben. Noch nicht bereit. Ja, yeah, ein weißer Gegenstand, geil! Ja, blaue, geil. Alles gelernt hatten, was sie lernen konnten.
entsandte Arkan sie hier, guck mal. Ah, nee, ist nicht für dich. Sie sollten einen Weg finden. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich werde das Schwert seinem Besitzer zurückbringen. Dennoch, ich... Fahr zur Hölle, Hexe! Dann so... Was? Hast du die weggedrückt? Ich habe Leertaste gedrückt für Screenshot. Mach ich die damit weg? Das ist ja scheiße. Anscheinend, ja. Das ist ja schwul. Wieder hier rumwuseln. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Also ich. Ja, nur die Uralten. Dann sollten wir mal in Rente gehen. Eine Truhe, yeah. Weiße Gegenstände, yeah. Yeah, blaue Würfel gefunden. Oh. 118? Kluge Würfe des Falken. Alter, guck dir mal mein Schwert an. Ich habe jetzt wohl den großen. Na, du hast richtig den großen. Ja, mega. Und du hast da so ein kleines Säbelchen. Dafür habe ich ein Schild. Dafür habe ich ein Schild. Dafür habe ich insgesamt mehr Leben. Wie viel hast du denn? 12 HP? 1982, mein Freund. Jetzt ohne Scheiß? Ja. Du Nutter, ich habe 1700. Na, ich gehe auch nicht auf Tank. Natürlich wollen wir zum Eingang des aktuellen Dungeons reisen. So. Ja, bringt das Schwertstück zu Kane zurück. Ach, okay, jetzt müssen wir wieder nach Neu-Tristram. Zack, zack, zack. Oh, oh, oh. Yeah, nice. Alles hier, Maximum. Maximum Gaming. Klar, alles was geht. Schön Werbung machen. Maximum Gaming, Flo, Kevin, Let's Plays. Geil, abonnieren. Abonnieren, kommentieren. So, okay, weiter zurück nach Neu-Tristram. Finde ich schön, dass ja alles blau ist, wo man dann hin muss. So, ich rede mal mit dem Typen. Eine Hexe namens Magda und ihre Anhänger suchen auch nach dem Schwert. Ich musste ihnen das erste Stück entreißen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Sehr gut. Hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Ui, ein seltener Beinschutz. Seltene Faustwaffe. Nice. Ihr könnt Gegenstände vom Händler nicht wiederverwerten. Ach, das ist ja scheiße. Naja. Wo sich das nächste Bruchstück befindet, aber ihre Worte sind rätselhaft. Sie sagte, es liegt an einem Ort, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den Nephalem, waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Wo kriegt man hier eigentlich neue Waffen her? Die neue Waffen? Ja, also hier zum Schmieden meine ich jetzt. Beim Schmied? Nein, ich meine hier neue, Rezepte, sag ich mal. Wenn du den Schmied verbesserst bei der Ausbildung, steht ja immer da, was du bekommst. Ach, Belohnung für Ausbildung, fabelhafter Zweihänderfegel. Ach so, ja, und wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade mal Level 19 bin. Mit Level 20 kommt dann bestimmt automatisch was Neues, ne? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. 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 Seltenes Templerrelikt. Ich will was für den Hals oder für die Finger. Kann ich sowas nicht schmieden hier? Was soll die Scheiße? Ah ja, später gibt's, glaube ich, wer der Amulette schmiedet. Fokus, Gürtel, Handschuh, Kopfschutz. Alles scheiße. Ach nee, Kopfschutz kann ich schmieden. Alles scheiße, alles Mist. Alles kacke. Nur am Aufregen hier. Alter, wie das Teil rockt, was ich mir jetzt gebaut habe. Jetzt sehe ich sogar echt aus wie so ein Killer. Aha. Nur die Schulterdinger sehen ein bisschen kacke aus. Ich stelle mir jetzt lauter Zeug, damit ich nur Gold habe. Was machst du? Aber jetzt stimmen jetzt alles, was noch blau ist, und dann habe ich alles Gold. Armschiene. Leather Rams. Aber Armschienen baue ich jetzt mal ein paar.
Aha. Nur mal verbessern hier. Das Schild ist sogar schlechter. Nee. Dann kann ich dir ein Schild machen vielleicht? Dreiecksschild des Lehrlings habe ich. Das kann ich ja auch machen. Aber das ist schlechter als 20. Also haben wir das identisch beide. Ja. Gut. Wie kriegt man blaue Gegenstände gelb? Wie meinst du das? Zur Herstellung. Hier, Armschiene zum Beispiel habe ich Level 7er. Aber ich hätte halt gerne ein bisschen höhere Armschienen. Ich muss halt den Schmied verbessern. Heißt es selbst nicht. Hilft es auch, wenn man hier nur auf... Also mein Schmied ist jetzt auf Stufe 7. Auf 7? Meine ist auf Stufe 4. Da merkst du was? Merkst du was? Nein, 4000 Gold, mir fehlt was. Scheiße. Dir fehlt so einiges. Ja, dir fehlt ein Leben, Alter. Ja, nee, dann würde ich sagen, dann wackeln wir mal weiter jetzt. Dass wir uns nicht hier weiter aufhauen. Ach, schade, wir können gar nicht weiter wackeln, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Nein! Gay! Ja, okay, dann sage ich jetzt halt hier soweit mal, Moment. Macht euch bereit für euer Ende. Ach nee, das war die falsche Taste. Bleibt stark. Ich gehe. Genau, wir gehen. Und zwar jetzt in die nächste Folge, dann später Folge 8 von Let's Play Together Diablo 3 mit mir, dem Flo und dem Kevin von Maximum Gaming. Bis dahin. Bis dann. I don't think it's safe.